Hallo meine Lieben, ich stehe heute da in meiner Beauty-Ecke, in meinem Ankleideraum und die Hella von Advance Your Style und ich haben uns gedacht, wir trennen jetzt einmal zusammen ein paar Videos und starten heute da gleich mit dem Lidschatten-Tag oder Eyeshadow-Junkie-Tag, wenn man es genau nehmen will. Ja, wir beantworten euch 10 Fragen, glaube ich. Ja, 10 Fragen zum Thema Lidschatten und ich bin schon gespannt, was die Hella alles auslässt und welche mir am besten Daumen zeige ich jetzt gleich. Und die Frage Nummer 1. Was ist deine liebste Drogeriemarke für Lidschatten? Meine liebste Drogeriemarke für Lidschatten ist definitiv Catrice. Ja, und da habe ich zum Beispiel schon die neuen Paletten, so gehört, die was ab Ende Januar im Handel erhältlich sein. Also die Frühlings-Sommerneuheiten 2016. Und das ist einmal die Soft Metal Eyeshadow Palette. Das sind halt viele rosa Töne drin. Ein bisschen glitzerig, schimmerig. Und dann gibt es noch die Sand Nudes Eyeshadow Palette. Das ist so beige, ein bisschen was Dunkles und ein bisschen Aprikot. Ja, den mag ich da eigentlich am liebsten. Was ist dein liebster Lidschattenprimer? Mein liebsten Lidschattenprimer, den habe ich jetzt glaube ich schon über 2 Jahre. Dementsprechend schaut er schon relativ mitgenommen aus. Das ist der von Art Deco, also die Eyeshadow Base von Art Deco. Und ja, wie man sieht, der ist wirklich sehr ergiebig und da hält der Lidschatten wirklich bis auf Nacht. Welcher war dein erster Lidschatten und verwendest du ihn immer noch? Mein erster Lidschatten war das Quattro-Ding von Chanel. Und damals, da war ich noch in der Hauptschule, glaube ich, da bin ich einfach total auf Lila und Violett gestanden. Weiß ich nicht, das kann ich jetzt irgendwie gar nicht mehr so nachvollziehen. Aber da bin ich ja jeden Tag in die Schule gegangen mit lila Augen, also naja. Aber ich habe das Ding noch immer und vielleicht gibt es wieder mal eine lila Phase. Man weiß ja nie. Welches ist dein liebstes Lidschatten-Dupe aus der Drogerie? Das beste Lidschatten-Dupe aus der Drogerie ist, also jetzt einmal im Vergleich, Bobbi Brown und Essence. Weil von Bobbi Brown habe ich da die Instant Pretty Eye and Cheek Palette. Und da sind eben so, ist schon so ein Beige-Ton rein, so ein sandiger, ein dunkelbrauner und ein rosaner. Und von Essence gibt es da die I Love Nude Eyeshadow Einzel-Lidschatten. Und die kommen von den Farben her eigentlich ziemlich genau zu wie. Und kostet natürlich noch einen Bruchteil davon. Ja, und das sind auch zugleich meine liebsten Dupes. Also einmal so ein helles weiß beige, ist fast ein bisschen gelblich. Das nehme ich halt so oft als Unterlage für das ganze Auge vom Lidschatten. Und das bräunliche heißt My Favorite Topping. Also das Taube Taube oder wie man das immer ausspricht. Ja, das ist halt ein feines Alltagsding für die Augen. Welcher Lidschattenhersteller ist aus deiner Sicht der meist unterschätzte? Die meist unterschätzte Lidschattenmarke, ja, ich glaube, bei mir ist das B2. Die habe ich auch immer so als Billigmarke abgestempelt und ich muss sagen, also im Vergleich zu Chanel oder Bobbi Brown ist denen nichts nach mit einem gescheiten Primer wie dem von Art Deco. Hätte genauso bis auf Nacht. Also bei Lidschatten kannst du wirklich einiges sparen. Welcher ist dein liebster Einzellidschatten? Mein liebster Einzellidschatten ist der Sedona von Makeup Designery, also MUD abgekürzt. Und das ist eben so ein rostbrauner Ton. Und den trage ich einfach gern allein auf, zusammen mit Eyeliner. Und ja, das ist eine Marke, auf die bin ich letztes Jahr mal gestoßen und seitdem sind die eigentlich regelmäßig bei mir in Verwendung. Welcher ist dein liebster Creme-Lidschatten? Mein liebster Creme-Lidschatten ist ja so ein Stift. Der lässt sich eigentlich dann ganz gut verteilen. Weil du kannst eigentlich zuerst präzise auftragen und dann nimmst du einfach eine Pinsel und verwischst den leicht. Und der ist von der Marke und Gretel und zählt dazu Naturkosmetik. Welcher ist dein liebster neutraler Lidschatten? Ich bin mir sicher, da hast du einige, die du nennen kannst. Meine liebste neutrale Lidschattenfarbe sind definitiv so die beige-brauntöne, weil die gefallen mir auch zu meinen Augen einfach am besten. Und da bin ich eigentlich mit der Urban Decay Neck 2 Palette ziemlich gut dran. Boah, wenn ich sie auch kriege. Weil die hat da genau die Farben, was mir am besten taugen. Und ja, darum ist die ja relativ oft bei mir im Einsatz. Vor allem da die vorderen 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Farben. Und jetzt noch, welcher dein liebster bunter Lidschatten ist. Da bin ich wirklich sehr gespannt. Mein liebster bunter Lidschatten ist, glaube ich, wenn ich mir es aussuchen müsste, der Violett-Lila-Ding.
Der ist auch von Make-up Designery und nennt sich Velvetine. Ja, also ich trage nicht so gerne bunte Farben auf die Augen, aber wenn, dann lila oder violett oder Lavendel. So. Welche ist deine liebste Lidschattenpalette? Die allerbeste Lidschattenpalette ist vor ein paar Wochen bei mir eingezogen und hat gerne gezogen. Das ist die von Sueva und ja, die haben mir die neue Spectrum Collection ausgebracht und die Nude Spectrum Eyeshadow Palette. Ja, das ist halt genau meins. So bräunlich, beige, ein bisschen was Rostiges, ein bisschen was Schwarzes, wenn du einmal dunkler haben willst. Und sonst schon auch zum Highlighten einen Haufen Sachen dabei. Was Goldiges, ja, Mischung aus matt und schimmernd. Ja, und da kann man einiges Tolles fabrizieren. Ja, das war eigentlich schon der ganze Lidschatten-Deck und die 10 Fragen findet ihr auch nochmal unten da, in der Mini-Böchslein und auch auf meinem Blog. Und ja, wenn es mitmacht, meldet euch einfach bei mir oder bei der Hella und ja, lasst es uns wissen, wenn ihr auch ein Video dazu aufgeladet oder einen Blogpost dazu macht. Und sonst bedanken wir uns fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Bye-bye.